Die Salzgitteraner Lumberjacks holen sich die Niedersachsenmeisterschaft im Stildart und steigen damit in die Bundesliga auf. Das hat bisher noch keine Mannschaft aus Salzgitter geschafft. Die Freude ist riesig. Wir haben damit ehrlich gesagt nicht gerechnet. Also man hat im letzten Jahr natürlich schon gesehen, dass wir auf jeden Fall das Potenzial dafür haben. Wir sind mega happy, haben auch schon gut gefeiert und freuen uns jetzt einfach auf die nächste Saison. Salzgitter hat nun in Geppertshagen mit dem Ritterburg-Spielplatz den 3. Erlebnisspielplatz bekommen. Einzigartig ist, dass er sich vor der Kulisse einer echten Burg, der historischen Wasserburg, aus dem 12. Jahrhundert befindet. Die fantasiereich gestaltete Burganlage lädt Kinder zwischen 6 und 12 Jahren zum Klettern, Balancieren, Rutschen, Toben und Entdecken ein. Dank Spenden für den Bürgerverein Salzgitter Bad können sich 4 Bäume im Rosengarten über Beschilderungen freuen. Ab sofort kann man also sehen, vor was für einem Baum man steht. Das Freibad in Salzgitter-Lebenstedt soll aufgegeben werden, teilt die Bädersport und Freizeit GmbH mit. Es sei unattraktiv und technisch veraltet. Das neue Stadtbad Salzgitter-Lebenstedt, das voraussichtlich 2019 fertiggestellt werden soll, kann ganzjährig genutzt werden und bietet Liegewiesen und eine Terrasse. Am 27. Juni wird der Rat der Stadt über die Zukunft des Freibades entscheiden.